Herzlich willkommen heute zu einem neuen Boxing hier am Start. Und ganz, ganz schnell ging das hier. Wir haben heute hier am Start einen Fernseher. Das ging ziemlich schnell. Nämlich, ich kann mal kurz die Story erzählen. Christian Eltern haben den gefragt, was er sich zum Geburtstag wünscht, weil heute ist der 22.02. Und am 20.03., also circa in einem Monat, also weniger in einem Monat, hat Chris Geburtstag. Und wir packen heute mal den Fernseher schon aus, beziehungsweise machen einfach mal das Unboxing heute dazu, wegen der Rückgabegarantie. Also einfach wirklich ein Geburtstagsgeschenk davor, aber es ist ja eigentlich auch besser, dass ihr nachguckt, ob da alles geht und sowas. Yes. Ich habe es ja schon im letzten Video erzählt, beziehungsweise in dem Umbauvideo, genau, habe ich das schon erzählt. Chris hat eine Anlage bekommen, es war natürlich erst noch die Rede davon, deswegen kriegt Chris eine neue Anbauwand, dass er vielleicht auch neue Fernseher bekommen kann. Sprachen lernen. Weil er eben eine neue Anlage bekommen hat. Das mit dem Fernseher ist jetzt erstmal nur nichts geworden. Wird ja vielleicht mal zukünftig auf jeden Fall irgendwas und sowas. Chris hat eben diese neue Schrank abbekommen. Das Video könnt ihr euch nochmal angucken. Das verlinke ich jetzt mal oben rechts. Ich kann einfach mal sagen, wir fangen heute hier an. Wir haben hier nämlich hier den Xiaomi Mi LED TV 4S am Start. Hier sind natürlich die ganzen Specs, beziehungsweise das, was das Teil kann. Ne? Wir haben hier 4K Ultra HD. Das ist ein Android TV tatsächlich mit Netflix, YouTube, Prime Video, 4K Ultra HD, hat das natürlich ein HDR, also eine High Dynamic Range, also nochmal bessere farbliche Bilder, sag ich mal. Motion Smooth, Google Assistant, Google Play, Chromecast Bild, und das ist auch richtig cool, Chromecast, also das sieht man ja, das ist ein Symbol. Dolby Audio haben wir natürlich am Start, brauchen wir aber letztendlich, denke ich mal, eher weniger, weil wegen seiner Anlage eben. DTS, HD und HDMI. Ja, das ist erstmal das Ganze, also es ist ein Android TV von Xiaomi, und Xiaomi ist ja preis-leistig richtig nice, du mit der LED-Brille. Das sind jetzt hier 55 Zoll, wie man hier oben sehen kann, mit 38 cm in der Diagonale. Das ist ein Fuß. Das ist ja ein Bildschirm ausgegangen. Ja, aber ein Fuß. Hier steht ein Fuß, Mann. Der fühlt sich auf jeden Fall gut bearbeitet an. Da haben wir die Klopapiere. Fernbedienung. Uiuiui. Stark. Eine Verpackung? Nein. Das fühlt sich gerade gut. Was sind das für eine Fernbedienung? Weil das ist doch voll geil. Was hast denn du da alles drin? Ach, das Witzige war, dass diese Fernbedienung hat keine Mute-Taste. Also wir haben auf jeden Fall hier oben Google, das ist schon mal gut. Das ist wie bei dir oben am Fernseher. Ja, ja. Dann Netflix, Prime Video und sowas. Ja, und also auf jeden Fall sind das viel weniger an Tasten. Warum? Warte. Achso, hier. Warte. Ich kann mal was noch die Specs sagen. Nämlich einmal haben wir ein IPS LED-Display am Start. Bildschirmdiagonale habe ich ja vorhin schon gesagt, mal 55 Zoll. Die Auflösung liegt hier bei 3840x2160 Pixel, also 4K. HDR haben wir natürlich am Start, wenn es interessiert, HDR 10. Taktfrequenz sind 60 Hertz, braucht man aber auch nicht mehr, außer man will darauf zocken. Oder halt Fußball gucken. Ja, oder Fußball gucken. Dann haben wir natürlich noch hier als Audio DTS und Dolby Digital, wie man auch vorhin schon gesehen hat. Ausgangsleitung 2x8 Watt. Wen es interessiert. Anschlüsse haben wir hier 3x HDMI 2.0, 3x USB 2.0, AV-Input, Ethernet, LAN, optischer Audioausgang und ein CL-Plus-Slot. WLAN haben wir natürlich am Start mit hier, das hat natürlich der. Und das Betriebssystem ist Android TV 9.0 Plus, Xiaomi Patchwall mit Google Assist. Ey, warum geht denn das jetzt hier nicht? Hat er nicht gerade geleuchtet? Ja. Warum geht er nicht an? Ich hab die Batterien reingetan. 2000 Jahre später. Leute, wir haben jetzt das Problem gefunden. Falls die Verlobung mal zu sagen. Ist das der? Da ist er. Ja, was zum. Oh.
Alles klar, hä? Wenn ihr auch so ein Problem habt, dann ja, macht das so wie wir. Die Fernbedienung ist nämlich Standard, noch nicht mit dem Fernseher verbunden. Hi. Hi. Alles klar. Press me and home button to let leave. Ja, genau. So, ich habe das jetzt gerade hinbekommen. Also, Leute, also ich sage das nochmal für die Leute, die vielleicht sich auch den Fernseher holen wollen und dann kriegt ihr das irgendwie nicht hin. Also, ich habe das jetzt gerade mal ein bisschen aus. Also, wir haben den Fernseher das erste Mal haben wir den angemacht. Die ganze Zeit versucht, die Fernbedienung zu verbinden, aber das ging irgendwie nicht. Jetzt habe ich nochmal den Fernseher komplett ausgemacht. Also, ich habe den Power-Knopf sogar gehalten. Dann ist praktisch der Fernseher, da stand irgendwie noch da Shutting Down, also runterfahren. Vielleicht habe ich nochmal ganz, ganz runtergefahren, nochmal ganz neu gestartet. Dann kam auch dieses Android-Logo, also dieses Ladelogo. Dann habe ich es nochmal hinbekommen. Also, es war anscheinend auch vielleicht ein bisschen buggy oder so. Klick, klick. Eine Ehrenverbindung wurde hergestellt, das stimmt. So. Hier lernst du mit Google. Mhm. Patchwork, genau, das ist das von Xiaomi. Sofort wieder gab es. Ja, Alter. Ich wundere, Leute, warum ich jetzt ganz schnell einfach mal über die Einstellungen durchgehe, weil ich wollte einfach nicht, dass das Video einfach elendig lang wird mit den ganzen Einstellungen hier. Und falls ihr euch auch so einen Fernseher kaufen wollt, dann könnt ihr eben hier mal das eben kurz pausieren oder sowas. Ich hoffe, man kann es pausieren, weil es ziemlich schnell ist. Aber auf jeden Fall, ich wollte jetzt nicht die Einstellungen so lange dran nehmen. Das wollte ich jetzt mal eben kurz sagen. Asphalt 8? Nee, oh, das geht. Wie groß sind das? Das ist ja geil, du kannst einfach mal einen Controller anschließen und dann einfach einfach rein. Gameloft, alles klar. Da sieht man schon mal dieses Format. Diese komplett Mist, einfach schon. Komplett Mist, jetzt ist Hochformat, verstehst aber, du? Dann müsste einfach Asphalt 9 nicht gehen. Stimmt da. Downloading actual game. Ich sag dir, wenn wir das dann nicht wieder runterkriegen, weil. Ah ja, guck mal, ich kann jetzt schon ragen. Dann machen wir einfach noch irgendwas. Ja, mach mal lieber. Jetzt musst du im Hintergrund noch runterladen. Ich bin halt gespannt, wie die Qualität von Dings von dem Fernseher, wenn man zockt halt ist. Ho! Oh, leck das, Digga. Aber Audio ist gerade nicht da. Ja, stimmt, die ist ganz schön. Junge, guck mal, oh, Alter, die ist hoch. Aber guck mal, man zockt hier auf einem Fernseher, Alter. Eigentlich an, also. Alles klar, Digga. Hä? Ach, guck mal, das ist die Latenz. Alles klar. Alles klar, was ist das für eine Latenz? Guck hier, jetzt gebe ich Gas. Oh mein Gott. Alter, das sieht ja voll gut aus, Junge. Nicht schlecht. So, jetzt. Jo. Oh mein Gott. Sieht aber auf jeden Fall so schon sehr, sehr schön aus. Ui. Oh mein Gott. Ich finde das HDR und die Farben finde ich sehr schön. Was ist sogar Nacht? Ja, das wollte ich nicht sogar. Alter, die Lichter und sowas. Alter. Ich finde, das sieht schon gut aus. Ja, ja. Ich finde die Audioqualität jetzt auch nicht sehr schlecht. Und so, Leute, wir sind jetzt hier am Start. Ich habe gerade mal ein bisschen was gewechselt, weil ich bin ja mit Jedi Fallen Order mit der Story schon durch. Und ich habe auch gerade mal getaucht, das, was ich jetzt anhabe hier, das Poncho. Das ist eigentlich jetzt nicht so schlimm, dass ich das anhabe. Würde ich jetzt sagen. Aber auf jeden Fall, ich kann mal das Lichtschirmchen nehmen. Guck mal, es sieht schon. Also ich bin halt hier hintergelaufen wegen Thumbnails auch. Das geht? Ich bin da noch nie wieder zurückgelaufen von der Stelle. Ja. Okay. Alles klar. Gut, Das ist kein Problem. Das ist kein Problem. Also Leute. Das ist hier. Ich werde auf jeden Fall die Fähigkeiten und sowas, die ganzen Fähigkeiten, die ich habe, werde ich jetzt noch nicht zeigen. Also, ey Junge, was macht der die ganze Zeit? Der will immer so einen scheiß Lichter draus machen. Auf jeden Fall, das sieht schon mal nice aus. Wie sieht das hier? Ja. Ey, guck mal, die Farbe, ich finde, das Lichter sieht so geil aus. Hm.
bisschen krass aus. Und auch mal hier diese Bewegung von Scherbe. Ja. Hä? Immer die Terminie irgendwie. Irgendwie wird das sehr voll krass mit der Anlage hier. Wenn das so wird. Bändchen nach vorne. Ach ja. Aber der Sound ist halt bei den Lichtern richtig krass. Ja, die ist gleich geil. Wegfriebel. War ein bisschen verbacken. Alter. Junge, guck mal, die Farben kicken richtig. Mach mal Dings an, hier den anderen hier, den. Boah, Junge. Ho, Alter, ich finde die Helligkeit geht voll klar. Nervt ja, auch. Diesen einen Skin zerstört. Geht ganz normal weg. Hat die einen, was ist das? Ach, Frostbite Engine, muss ich sagen. Junge, Junge, Junge. Also es kommt jetzt zwar nicht so rüber auf der Kamera, Leute, aber das sieht schon wirklich geil aus. Ja, das sieht schon geil aus. Boah, Junge. Ah, die haben die nochmal bearbeitet, oder? Natürlich. Filme. Ich glaube, dass die in 12K aufgenommen haben und im Schwestern, wie viel, was kann eine Kamera? Die waren schon so schon. So, das war erstmal das ganze Video hier am Start. Ja, die Lampe ist gerade nicht anders, aber nicht so schlimm. Ja, ich weiß nicht, wie ich das mit dem Game-Test schneide, ob das ein extra Video wird, bezweifle ich, aber ich werde das einfach mal kurz mit einblenden. Dann muss ich mal gucken, wie ich es mache. Auf jeden Fall, wir haben das jetzt nochmal hier gemacht, also wie man jetzt hier sieht. Das hier unten, das hat ja voll nicht gepasst, wie ihr bemerkt habt. Und wir haben das einfach jetzt so umgedreht. Christian Mutti hatte so eine Idee, ja, warum nicht, wir drehen das einfach um. Dann war hier natürlich vorne noch eine Scheibe, genauso wie jetzt hinten noch ist. Und die Scheibe haben wir abgemacht, ganz easy. Christian Vater da kam auf die Idee, einfach die Soundbar, weil da haben wir selber nicht dran gedacht, die oben rein zu tun. Und das würde auf jeden Fall sehr, sehr gut passen und würde auch sehr gut aussehen. Und so werden halt so werden die ganzen Kabel weg. Die Spiele kommen dann hier so rein. Also wenn man jetzt hier sieht, hier so, die Spiele, die passen hier perfekt rein. Und so würde man auch das hinten dann nicht sehen, die Kabel. Ja, stimmt, geil. Ja, so sieht es erstmal aus. Das war erstmal das ganze Unboxing zu dem Xiaomi Mi Smart 4S. Ja, das war's erstmal mit dem Video. Lasst auf jeden Fall ein Like und ein Abo da, wenn euch der Fernseher gefällt. Für mehr Unboxings tut natürlich abonnieren und Like nicht vergessen, Glocke aktivieren, dann verpasst ihr wirklich keine Unboxings mehr, weil es kommt dieses Jahr noch ein... Was laber ich? Warte, ich sag nochmal. Wenn euch der Fernseher auf jeden Fall gefällt, beziehungsweise das Unboxing... Ich kann nicht sprechen. Dann lasst auf jeden Fall ein Like und ein Abo da und aktiviert auf jeden Fall die Glocke, weil dann verpasst ihr keine Unboxings mehr. Dann würde ich einfach mal sagen, sehen wir uns im nächsten Video, im nächsten Unboxing oder am nächsten Livestream. Wie auch immer. Und dann sehen wir uns und ciao. Ciao. Ah, ist tot.